Die grüne Hölle. Die Rennstrecke in der Eifel, die alle lieben und fürchten. Er holt Sandra. Die letzten Minuten seines Lebens. Erol Sander am Nürburgring. Es ist eine Original-Rennstrecke in einem Original-Rennwagen, wie er beim 24-Stunden-Rennen genau dort eingesetzt wird. Boah, ist das krass. Hey, es ist so cool, Mann. Du hast einen Rennwagen und fährst mit dem Rennwagen auf die Strecke 20 Kilometer und kannst richtig ausfahren. Und es sind Kurven da. Du kannst prüfen, wie weit du in die Kurven gehen kannst. Runter, laufen lassen, vierten, laufen lassen, geht, genau, super. Du kannst dich ranarbeiten, langsam ranarbeiten. Das ist ein Kindertraum, der sich hier erfüllt heute. Und das ist nicht das letzte Mal, wo ich auf der Rennstrecke bin. Der Schauspieler wird zum Rennfahrer. Eine Berg- und Talfahrt auf über 20 Kilometer. Du musst mit dem richtigen Speed, kommst dann richtig ins Karussell rein, wups, machst ungefähr 360 Grad und dann geht's in die andere Richtung weiter. Das ist schon was. Hammer, ey. Hammer. Gibt's nichts zu sagen, kann man nicht groß erklären, gell? Nee. Es war, ich komme wieder zurück, ganz sicher. Beim 24-Stunden-Rennen Ende Mai in der grünen Hölle ist Erol Sander wieder dabei.